Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, der französische Schriftsteller Paul Claudel hat einmal gesagt, bevor man die Welt verändert, wäre es vielleicht doch wichtiger, sie nicht zugrunde zu richten. Mit Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, liebe Bundesregierung, machen Sie genau das. Sie richten die Welt oder besser zunächst Deutschland zugrunde. Ihre Nachhaltigkeitsstrategie mit ihren sogenannten 6 Prinzipien ist nichts anderes als ein kommunistisches Manifest. Ebenso wie dieses im Jahr 1848 die Abschaffung der bürgerlichen Gesellschaft propagierte, soll heute Ihre Nachhaltigkeitsstrategie die sozial-ökologische Transformation der Gesellschaft herbeiführen, von Staats wegen befohlen und vom Staat kontrolliert. Und wir sehen es ja jetzt schon. Diese Transformation führt dazu, dass die Industrie die Arbeit einstellt, dass Handwerk und Mittelstand kollabieren, dass Bauern immer weniger produzieren dürfen. Sie führt dazu, dass die Menschen im Winter frieren müssen und sich das Brot vom Bäcker nicht mehr leisten können. Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie mangelt es vor allem an Nachhaltigkeit. Ronald Reagan hat vollkommen recht, als er 1981 feststellte, der Staat löst nicht die Probleme, er ist das Problem. In Ihrem Papier spielt das Wort Freiheit keinerlei Rolle. Dabei sind Nachhaltigkeit und Freiheit zwei Seiten derselben Medaille. Nachhaltigkeit kann nur in Freiheit erwachsen. Nur Freiheit und Selbstverantwortung der Menschen schaffen sozialen Zusammenhalt. Die in Ihrem Papier angesprochene offene Gesellschaft kann aber nur bestehen aus Individuen, die sich freiwillig zusammenschließen in Familien, in Betrieben und in Vereinen. Nur die Freiheit des Marktes schafft tatsächlich nachhaltiges Wirtschaften. Das Problem Ihrer sozialistischen Kreislaufwirtschaft liegt darin, dass Sie in einer Abwärtsspirale gefangen sind. Ihr Ökosozialismus bedeutet, dass es allen gemeinsam schlechter geht. Nur der Wettbewerb des freien Unternehmertums führt zu einem intelligenteren und nicht zu einem höheren Ressourceneinsatz. Und nur Freiheit vom Staat entfesselt die Kräfte, hebt die Bildung und die Wissenschaft auf ein höheres Niveau und bringt Innovationskraft und tatsächlich nachhaltigen, breiten Wohlstand hervor. Genau das unterscheidet die Marktwirtschaft von der Kreislaufwirtschaft der Kommunisten mit ihren marxistischen Umverteilungsstrategien, die im Grunde nur eines zur Folge haben, nämlich Armut. Freiheit ist in Wahrheit das Grundprinzip einer jeden richtig verstandenen Nachhaltigkeitsstrategie. Meine Damen und Herren, was jetzt in der Welt passiert, passiert nicht. Es wird gemacht. Es ist das Ergebnis von sozialistischer Ideologie, von Wokeness und Cancel Culture, von ihrem absurden Verständnis von Nachhaltigkeit. Die negativen Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft sind offensichtlich. Sie erkennen sie und nehmen sie dennoch billigend in Kauf. Und als Jurist kann ich Ihnen sagen, das ist Vorsatz. Den Menschen da draußen in Deutschland, hier auf den Tribünen, hier drinnen, muss eines klar werden. Wenn diese Regierung von Nachhaltigkeit spricht, dann wird es Ihnen allen schlechter gehen. Dann geht es Ihnen an den Kragen. Wir als AfD sind das genaue Gegenmodell. Wir stehen für die Freiheit. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Karina Konrad.